schon seit 2 Stunden wach, meine Liebe. Ich habe gearbeitet, meine Liebe. Ich weiß, dieses Kind. Ich weiß. Wir haben jetzt 11 Uhr, wir haben noch eine Stunde, bis Jenny kommt. Okay, also ich brauche auf jeden Fall wahrscheinlich länger. Deswegen werde ich mich jetzt mal fertig machen. Ich habe nämlich 3 Thumbnails gemacht, Infobox, Video hochgeladen, so Kram für die nächsten Tage, damit ich heute Ruhe habe. That's why werde ich mich jetzt fertig machen. Und danach gehen wir frühstücken mit Jenny. Day 4. Hier. Oh mein Gott, ich sterbe. Sophie! Ich sterbe. Sie hat mir einen Vibrator geschenkt. Ich sterbe. Dann Nummer 4 hier. Ich halte mein Wort. So. Das ist ein Kienbein Hazelnut. Okay. Da drinne ist Hazelnut. Wow, okay. 124 Kalorien für das Ding. Ja. Organic Vegan Breakfast Bar, glutenfrei. Und hier, Nummer 4. Super Multi Corrective Cream. Visibly lifts, firms and retexturizes skin. Aha, geil. Ey, bei Louis Vuitton haben die jetzt so schöne Verpackungstüten. Die sind so richtig neon und so. Ich hab die schon in ein paar Stories gesehen. Beim Black Friday. Ich weiß, die sind auch gut. Black Friday hatte Louis Vuitton irgendwas? Nein, natürlich nicht, aber okay, ich hatte gerade schon einen Schock, Alter. Man war Alibi natürlich shoppen und ja, war natürlich enttäuscht, als die keinen Black Friday hatten. Aber natürlich haben die trotzdem eingekauft. Ne? Aber Apple hatte sogar Black Friday, ne? Okay. Apple hatte so, wenn du dir zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Handy holst oder so, dann kriegst du 100 Euro Geschenkkarte für was auch immer, irgendwas. Oder iTunes-Karten hast du dann bekommen oder irgendwie sowas. Krass, ey, habt ihr schon mal neuen AirPods ausprobiert? Nee, du? Also der wird richtig, richtig, richtig krass sein. Ja, hab ich auch gehört. Der wird richtig, richtig teuer. Ja, irgendwie 300 Euro oder sowas. Und die haben so, so eine Funktion, dass so... Du hörst gar nichts. Ja, genau, dass die Geräusche so ausblenden sozusagen. Ja. Also so weggehen. Neues Canceling. Ah, ja, genau. Neues Canceling. These boys ain't shit. I'm not here for it. If you want me, act like it, act like it. These boys get pissed. I won't stand for it. Fandest du jetzt Harry Potter, Jenny? Voll geil. Ja? Spaß, ja. Der letzte Teil war krass, ne? Ja, aber ich habe richtig Spaß. Am ersten dachte ich mir so, schon ein bisschen kindisch so. Ja. Aber da waren die auch noch voll klein. Aber so an sich, ich fand echt richtig cool. Ja. Ja, ich fand's auch gut. Es hat mich 15 Jahre gebraucht, bis ich denen eine Chance wieder gegeben habe, aber naja. Hast du Kind geguckt? Hast du? Ja, ich nicht. Nee. Erst letztens. Nee, was ist das denn? Ja, guck mal, ich war 5 und hab... Zeit das verpasst. Nee, hab ich nicht. Ich hatte nämlich ein Trauma bis letztens, weil mein Onkel hat in seinem Zimmer damals so ein riesen Plakat von diesem Dobby gehabt, ne? Oh. Und ich hatte nachts immer so Angst vor dieser Kreatur. Ich finde, aber der ist schon dick hässlich. Also komm, als 5-Jährige kann ich schon verstehen, dass man vor dem Angst hat, ja? Ja. Weil man versteht ja auch noch nicht alles. So, weißt du? Aber im Endeffekt ist jetzt nochmal so zu schauen schon cool. Boah, na Mann, ey, ich wünschte, ich könnte das auch nochmal so von neu schauen. Baby, komm mal, Baby, falls es dich betrifft, du bist nicht meine Baby Mama. Also, wir sind jetzt on the way zu der Mahlzeit, zu dem Foodtopia. Ich war da noch nie.
Also ich war da schon mal oben essen, aber nicht seitdem da dieses, die da dieses neue Futopia hat. Hast du da schon mal? Ja, das ist ziemlich nice. Und wir haben Bock auf Turkish Breakfast. Deswegen hoffen wir da, dass wir da fündig werden. Also sau viele von euch haben geschrieben da Big Chef oder sowas. Ja, Big Chef. So, so heißt Big das, oder? Shake was, bitch, I'm not shake was. Ja. Shake nee. West von Shake West, gell? Okay, wir haben hier Food. It's delish. Good morning and welcome to the next day. Ich werde den Vlog von gestern und heute ein bisschen mixen. Grund, wieso ich gestern nicht weiter gevloggt habe, ist einfach, ich hatte einfach einen schlechten Tag. Kennt ihr das, wenn ihr einfach mit dem falschen Mindset, mit dem falschen Fuß aufsteht und dann zieht sich der Tag so und ihr sagt nur, wann ist dieser Tag rum? Das war gestern so ein Tag. Heute ist es besser, heute bin ich ein bisschen entspannter irgendwie. Obwohl gestern einfach mega geiles Wetter war. Naja, jedenfalls ist heute Donnerstag. Heute ist... Ich werde halt gestern und heute zusammen machen. Ich werde jetzt auch gleich mit euch noch das Türchen aufmachen. Wir gehen gleich frühstücken. Also Alicia ist noch... Han, willst du jetzt mal aufstehen? Wir müssen eigentlich gleich los, ne? Ja, du weißt, dass ich was bin. Hör auf. Ja, ich habe nur gesagt, aufstehen. Ich habe nicht gesagt, werd wach. Ich ja, ich werde mich gleich anziehen. Ich bleibe ungeschminkt. Eigentlich wollte ich so cute Lunch-Picks, aber ich... Frühstück-Picks, aber... Ich bin so demotiviert, hier in Deutschland Bilder zu machen. Wirklich, ich vibe es irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich fahre ja auch am Freitag nach London. Darauf freue ich mich extrem. Ja, ich denke, das wird ganz cool und da sind wir auch in einem schönen Hotel und dann nehme ich auch schöne Sachen mit zum Shooten und so. Aber hier in Deutschland, it's just not working. Ich meine, look outside. Das ist übrigens eine Glühbirne und nicht der Mond. Über die Sonne. Ja, jedenfalls werde ich mich jetzt anziehen und dann öffnen wir das Türchen, mache ich mir meine Augenbrauen. Dann geht's los. Don't mind my ugly ass Visage. Wir werden jetzt Tag 5 öffnen. So. Eine Maske. Muss ich mir heute mal drauf machen. Ultra Rich Body Cream und Schoki. Okay, dann bei Foodies. Oh, das Leben am Limit, Alter. Okay, das hier ist Squirrel Sisters Natural Energy Bar, Coconut Cashew, no added sugar, raw, vegan, glutenfrei. Für dieses Bar 91 Kalorien. Das geht voll. Per Bar, also wenn da zwei drin sind. Okay, dann sind es 180 ungefähr für, wie viel Gramm sind denn das? Day 5, sieht groß aus bei Kiehl's. Gringo Sour Ultra Facial Toner for all Skin Types. Habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ich habe früher immer den Ultra Facial Cleanser benutzt und die Creme. Und dann, als meine Haut zu schlecht wurde, dachte ich irgendwie, dass ich die Kiehl's Sachen nicht mehr verwende, nicht mehr vertrage. Ich habe die mir mehrmals nachgekauft. Also ich habe Kiehl's richtig gefeiert, tue ich immer noch. Aber dann, als ich so richtig schlimme Haut bekommen habe, musste ich zu anderen Mitteln greifen. So Leute, wir sind jetzt türkisch frühstücken und Alicia hat, ich halte meine Hand zu, auf jeden Fall zugeschlagen. Und ich habe eigentlich Rührei bestellt, deswegen werde ich mich jetzt auch beschweren und mir Rührei bestellen. So meine lieben Freunde, ich bin wieder zu Hause. Ich habe Alicia zum Bahnhof gefahren. Wir haben noch entspannt gefrühstückt, gechillt. Ich mache jetzt mal hier den Baum an. So ein bisschen Christmas-Vibes. So, hier sieht es wirklich aus wie ein Mess. Deswegen werde ich jetzt die Zeit nutzen, um hier aufzuräumen. Und vielleicht misste ich auch heute ein bisschen wieder aus meinem Kleiderschrank aus. Denn ich muss jetzt auch so langsam mal überlegen, was ich alles einpacke. Weil ich ja nach London fliege. Falls ich das noch nicht gesagt habe, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, dann zeige ich euch später auch nochmal die NYX-Produkte, die letztens angekommen sind. Dann gucken wir mal, wie die so sind. Und... ja, ein bisschen entspannt. Ich bin im Moment so ein bisschen launisch. Ich weiß auch nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Ja,
Deswegen mache ich mir jetzt eine Serie an und dann ein bisschen calming me time for my brain, you know? Ich habe ja gesagt, dass ich mich wieder ein bisschen mehr öffnen möchte und genau das mache ich jetzt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich jetzt so seit gestern, vorgestern so ein bisschen down fühle. Und ich habe gerade wieder so einen Down. Ich habe einfach gemerkt, dass ich extrem viel überdenke. Ich überdenke einfach alles. Absolut alles. Ich analysiere alles. Ich nehme alles unter die Lupe. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen. Ich überdenke alles. Ich kriege so Herzklopfen. Ich werde nervös und so. Und ich habe darauf einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, dass gewisse Menschen meine Mut so verändern können. Egal, ob es ins Positive geht oder ins Negative. Ich fühle mich an diesem Punkt einfach so ein bisschen so verloren, weil ich weiß, dass ich ein starker Mensch bin und ich weiß, dass das mein Leben ist und ich entscheide, wen ich in mein Leben reinlasse und dass meine Mut sich verändert oder so ist auch, weil ich diese Mut zulasse. Aber wenn man so in diesem Loch ist, dann, du vergisst einfach die Realität. Weil das, was in deinem Kopf abgeht, ist nicht die Realität. Wir denken immer, das Schlimmste wird jetzt kommen. Das absolut Schlimmste, was wir uns vorstellen. Und wir bleiben an diesen Gedanken fest, weil wir entweder damals irgendeine schlimme Erfahrung gesammelt haben, was diese Sache betrifft, oder sowas Ähnliches schon mal in unserem Leben war und wir damit eine schlimme Erfahrung hatten und es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und wir haben Angst, dass es genauso scheiße nochmal läuft oder so. Und dieser große negative Gedanke, der bleibt in meinem Kopf oder auch in anderen Köpfen, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll, ich kann es jetzt auch nicht auf alle beziehen, oder dieser Gedanke bleibt in meinem Kopf hängen und ich denke über diesen Gedanken einfach so oft nach, dass es mich einfach kaputt macht. Es macht mich einfach emotional einfach kaputt. Ich weiß auch nicht, ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich ein bisschen zu viel denke, was heißt ein bisschen, dass ich zu viel denke und dass ich vielleicht einfach mehr leben sollte, was ich auch wirklich tue im Moment. Aber dass ich manchmal einfach das vergesse. Das vergesse einfach. Und wenn es nicht klappt oder wenn diese Sache nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann ist das kein Weltuntergang. Dann wird die Welt davon nicht untergehen. Ich werde auch noch übermorgen aufstehen und dann werde ich auch glücklich sein und dann werde ich auch nicht davon umkommen. So. Die Sachen, die müssen... Ich habe das Gefühl, ich habe voll das Problem, was sowas betrifft. Und ich bin an dem Punkt, wo ich mir so denke, ist es wirklich so krass, wie ich denke? Oder rede ich mir das nur ein, dass ich so viel denke? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin in so einer Mood. Und ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht mir einfach mal nicht Hilfe holen, also doch schon Hilfe holen soll, aber dass ich einfach mal mit jemandem rede, der weiß, wie Gehirne funktionieren und der vielleicht so mich ein bisschen analysieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so voll persönlich jetzt. Ha, Vlogmas. Das ist aber halt einfach mein Leben und ich will nicht sagen, dass ich depressiv bin, weil ich bin nicht depressiv. Aber ich bin einfach jemand, der viel worried. Und ich habe unglaubliche Trust Issues. Egal ob, ist jetzt nicht speziell auf, ich weiß jetzt nicht, Freundschaft, Beziehung oder sowas bezogen, sondern im Allgemeinen habe ich voll die Trust-Issues. Du bist so positiv und so und ich habe in diesem Jahr auch extrem gelernt, positiver zu sein, aber manchmal setzt mein Gehirn einfach aus und ich zweifle im All und ich denke gleich, dass die Welt untergeht, wo ich mir so denke, kannst du nicht einfach mal eine Runde chillen? Kannst du nicht einfach mal chillen? Kannst du hier oben nicht einfach mal kurz leise sein? Und einfach mal nichts tun? Konzentrier dich auf was anderes, weil ich habe auch das Gefühl so bei mir, wenn eine Sache mich so belastet oder so, sagen wir, ich habe voll Streit mit einer Freundin, dann beeinflusst das so meinen ganzen Tag. Ich kann sowas dann nicht abstellen und dann sagen, okay, das ist jetzt doof gelaufen, ich kläre das einfach später. Nein, ich muss es hier und jetzt klären, ich will das sofort klären. Ich will analysieren, wie es dazu kam, dass dieser Streit passiert. Das war es, ein Missverständnis. Ich fühle mich so manchmal voll verloren. Dass ich dann auch nicht so richtig weiß, wie ich aus diesem Loch rauskomme. So, wenn ich jetzt hier so sitze und zu dieser Kamera rede und laut ausspreche, was meine Gefühle sind und wieso meine Gefühle mich gerade so
fühlen lassen, wie sie mich fühlen lassen, dann geht es mir viel besser dabei. Vielleicht war auch das, was mir nicht so... Vielleicht war auch das, was mir früher so geholfen hat, dass ich so offen über alles gesprochen habe. Ich weiß nicht genau, weil ich habe ja trotzdem das Jahr über, auch abgesehen davon, von was für Sachen passiert sind, habe ich ja trotzdem immer noch gesagt, hey Leute, das ist gerade ein bisschen so und so und so. Ich habe mir gerade auch so Videos angeschaut, so how to stop overthinking und so. Weil ich habe das Gefühl, wir kreieren uns unsere eigenen Probleme, obwohl es keine gibt. Aber natürlich sind ein paar Sachen, die passieren, wo man sich denkt, okay, das hätte nicht so passieren sollen, deswegen ist irgendwas oder so. Ich versuche mich jetzt aufzuraffen. Ich habe mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt da hinten, das alles in Wäschekorb und zusammengelegt und hier so ein bisschen die Kartons zur Seite. Ich werde jetzt meinen Laptop nehmen, mich hinsetzen, meine Thumbnails bearbeiten für die nächsten Tage und den Vlog von gestern, damit der für morgen ready ist. Und dann werde ich versuchen, irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Kennt ihr das einfach, dieses Gefühl in euch, wenn ihr so seid, so, oh, unangenehm? So fühlt sich das an. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, ich weiß, viele strugglen damit, aber das ist so eine Typsache an mir und ich rede mir das auch gar nicht ein. Und ich weiß, ich fucke wahrscheinlich viele ab mit diesem Jung-Sternzeichen-Ding, aber Jungfrauen sind so krass mit... Ich habe das Gefühl, dass Jungfrauen einfach alles extrem analysieren und sowas und selbstkritisch sind, dass wir uns selber nicht so unseren Erfolg und unseren Ruhm und unsere Liebe und unser Glück, dass wir uns das gönnen. Wisst ihr, was ich meine? Weil wir so super kritisch mit uns sind, dass wir sagen, nein, das hätte man so machen sollen oder besser machen sollen oder wie auch immer. Und ich rede mir das nicht selber ein, sondern das ist nicht einfach. Das ist einfach so, aber ich möchte nicht, dass es einfach so ist. Ich möchte, dass es geändert wird. Ich habe darauf keinen Bock. Ja, mir geht's ein bisschen besser. Den Abend einfach, seht ihr, wie ich aussehe? That's gold. Den ganzen Abend jetzt noch gechillt, mir nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, was ich jetzt morgen alles mitnehme oder so. Aber das werde ich dann morgen früh alles machen. Ich stehe morgen früh auf und dann wird auch der Vlog für Freitag geschnitten und so. Und ja, es tut mir leid, dass dieser Vlog einfach nicht so super lief oder super aufgebaut ist, super organisiert war und dass die Vibes nicht so unnormal waren. Aber das ist mein Leben. Das ist, was abgeht und ich werde mich nicht hier hinsetzen und sagen, alles läuft so super, ich fühle mich so super, sondern ich zeige einfach my life. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt eure Weihnachtszeit und wir sehen uns in meinem nächsten Video.